Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. Im Namen aller Ungarn bekundete Ministerpräsident Viktor Orbán dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den Oberhäuptern der katholischen Kirche in Frankreich seine Anteilnahme und Unterstützung. In dem Brief schreibt er, dass er dazu viel Kraft wünsche und habe Gott um seinen Segen gebeten, sodass die Kathedrale Notre-Dame de Paris wieder aufgebaut und ihre alte Pracht wiederhergestellt werden könne. Eines der Hauptthemen der gemeinsamen serbisch-ungarischen Regierungssitzung von gestern sei die Entwicklung des Verkehrs gewesen, sagte László Palkovics am Morgen in einer M1-Sendung. Die Regierung betrachte die Modernisierung der Bahnstrecke zwischen Budapest-Belgrad weiterhin als strategische Investition. Die Regierung rechnet damit, dass die chinesischen Produkte ab 2023 vom Hafen Piräus auch über die Bahnstrecke Budapest-Belgrad nach Westeuropa transportiert werden können. Dank der Modernisierung werden die Züge auf dem 166 Kilometer langen ungarischen Abschnitt auf zwei Gleisen mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometer pro Stunde fahren können und auch die Reisezeit wird wesentlich kürzer. Die Investition war eines der Themen der gemeinsamen serbisch-ungarischen Regierungssitzung am Montag. Die Modernisierung der Bahnstrecke zwischen Budapest-Belgrad sei für die ungarische Wirtschaft von grundlegender Bedeutung, betonte László Palkovics in einer M1-Sendung. Der Minister für Innovation und Technologie sagte, auch Ungarn möchte am Güterhandel zwischen China und Europa teilnehmen. Die Phase der öffentlichen Ausschreibung ist bereits abgeschlossen worden. Wir möchten dieses Projekt als Element des von China initiierten One Belt, One Road-Konzeptes verwirklichen, welches, wenn wir uns die Liste der ungarischen Großinvestitionen anschauen, dann eigentlich auf Platz 2 steht, sagte László Palkovics. Bezüglich der Modernisierung der Bahnstrecke zwischen Szeged-Subotica sagte László Palkovics, dass die Bauarbeiten auch dort bald beginnen könnten. Die ungarische und serbische Hauptstadt würden regionale Schlüsselrolle spielen, hob Viktor Orbán in Subotica hervor. Der Ministerpräsident meinte, trotz dieser Tatsache brauche man heute 8 Stunden von Budapest nach Belgrad mit dem Zug zu fahren. Er fügte hinzu, die Modernisierung werde dies ändern. Wenn wir unsere Investitionen vornehmen können, kann die Fahrtdauer auf 2 bis 3 Stunden reduziert werden, sagte Viktor Orbán. Bezüglich der grenzübergreifenden regionalen Zusammenarbeit der beiden Länder betonte der Ministerpräsident, jetzt hätte man 2, 3 Jahre vor sich, in denen sogar 6 bis 7 Jahre Arbeit erledigt werden könnte, wenn die Beteiligten diese gut ausnutzen würden. An diesem Tag begann 1944 in Ungarn die Deportation der Juden in Ghettos. Seit 2001 wird jedes Jahr am 16. April der ungarischen Holocaust-Opfer gedacht. Im Gedenkzentrum in der Pavostraße wurden die Besucher den ganzen Tag über erwartet. An der Gedenkmauer des Budapester Ghettos wurde ein Stolperstein verlegt. Schätzungsweise war jedes 10. ermordete Opfer des Holocaust ein Jude aus Ungarn. Laut Historikern beläuft sich ihre Zahl auf 500.000 bis 600.000 Tote. Die einheitliche ungarisch-israelitische Gemeinde errichtete erneut einen Stolperstein an der Gedenkmauer des Budapester Ghettos. Mit diesen Messingstolpersteinen wird derjenigen gedacht, die während der Nazi-Herrschaft ermordet wurden. In der Dohainstraße erhielt jetzt Tibor Hegyi ein Mahnmal, der im Arbeitsdienst ums Leben kam. Im Holocaust-Gedenkzentrum wurden die Besucher heute den ganzen Tag über erwartet. Die Schülergruppen konnten an außergewöhnlichen Geschichtsstunden, Museumsführungen und Sensibilierungsprogrammen teilnehmen. Die zentrale Gedenkfeier fand auch in der Pavostraße statt. Der Justizminister sagte dabei, der Antisemitismus sei einem Virus ähnlich, der mutieren und so wieder infizieren könne, wenn die Achtsamkeit erlahme. Deshalb sei es wichtig, das Wachfeuer der Erinnerung zu hüten. László Trócsányi legte fest, die Regierung lehne den Antisemitismus und jede Form des Hasses ab. Ich glaube, was den Auftritt gegen die Hassrede betrifft, dafür tragen nicht nur die einzelnen Länder, sondern auch die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft die Verantwortung. Man muss zugeben, bei jedem solchen Gedenkanlass ist die fundamentale und relevanteste Frage, auch unausgesprochen, wie man gewähren kann, dass eine solche Tragödie nie wieder passiert. In den 1940er Jahren wurden mehrere Millionen Juden, Erwachsene und Kinder in Konzentrationslager verschleppt. Nach Schätzungen wurden etwa 6 Millionen Menschen von den Nazis hingerichtet. Von ihnen waren beinahe 600.000 aus Ungarn.
Seit 2001 ist der 16. April der Gedenktag der ungarischen Holocaustopfer. An diesem Tag begann 1944 in Ungarn die Deportation der Juden in Ghettos. In der Stadt Sierz umgibt das Arboretum der Zisterzienserabtei zahlreiche historische Gebäude. Der englische Garten, der mit 400 Metern über dem Meeresspiegel als höchstgelegener Baumpark Ungarns gilt, erstreckt sich auf 18 Hektar in der Stadtmitte. Das älteste Bauexemplar ist eine 400 Jahre alte Stieleiche. Im Frühling sorgen die Pflanzen am Fischteichrand, die Beete für ausdauernde Pflanzen und der Zuhabach mit seinen Brücken für ein besonderes Erlebnis. In St. Löritz wurde auch dieses Jahr ein Ostereierbaum aufgestellt. Die erste Baumschmückung war vor 2 Jahren. Damals 700, voriges Jahr 1000 und dieses Jahr 1500 Eier wurden ausgeblasen, rot gefärbt und auf dem Platz vor dem Esterhazy Gesundheitszentrum an den Baum gehängt. Die Eier wurden im ganzen Jahr gesammelt und ausgeblasen und vor einigen Monaten fing man, sie zu färben. Das sind die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.